Das hätten wir natürlich alle gern. Da wollen wir einfach einmal nur gemütlich eine Öllampe putzen. Und plötzlich steht Will Smith in unserem Raum und fragt uns, ob er uns einen Wunsch erfüllen kann. Und logischerweise sind die meisten großen Disney-Fans sich einig, was dieser Wunsch sein soll. Schleichte und hol ihn Robin Williams, bitte. Dankeschön. Aber egal, Aladdin war der nächste Titel, der von Disney ein Live-Action-Remake spendiert bekommen hat. Und vielleicht hat sich der ein oder andere von euch schon einmal gefragt, hey, warte mal, Zocki, das Steelbook gibt's jetzt schon ein bisschen länger. Warum hast du das nicht? Oder warum hast du das erst jetzt? Tatsächlich bin ich durch einen Kommentar von einem Zuschauer hier auf einen meiner persönlichen Fails des Jahres 2019 draufgekommen. Ich hatte nämlich bei Zavi zwei Aladdin Steelbooks vorbestellt und habe dann deswegen in einem Anflug geistiger Umnachtung eines storniert, weil ich nicht genau geschaut habe und kurz glaubte, ich habe mir zweimal dasselbe Steelbook bestellt. Gut! Zu meiner verteilten Nase, schlecht formuliert, eher für das genaue Gegenteil. Es wäre nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist, dass ich dasselbe Steelbook versehentlich zweimal bestelle, weswegen ich da relativ schnell, oh scheiße, das kommt gleich raus, weg, 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 ich will's sicher nicht zweimal. Ich meine, gut, bei Zavi könnte man natürlich auch vorsorglich zwei bestellen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass eines heil ankommt, zumindest ein bisschen größer ist. Aber egal, danke für den Hinweis, auf jeden Fall jetzt habe ich es dann nachbestellt und mir ebenfalls in die Sammlung gestellt. Aber bevor wir uns das Frontcover-Artwork vom Steelbook wirklich anschauen, möchte ich noch einmal einen Blick auf das gesamte Steelbook werfen. Einerseits wirklich absolut toll, dass Disney auch diesmal wieder den Filmtitel auf den Spine druckt. Wir bekommen auf dem Backcover natürlich kurz die Inhaltsangabe zum Film. Spoiler-Alarm, es ist Aladdin. Wird niemanden wundern, wobei offensichtlich sie ja sowieso schon einfach statt einer Inhaltsangabe nur die Kritikerzitate drauf gedruckt haben, weil sich wahrscheinlich Disney dasselbe gedacht hat wie ich gerade. It's fucking Aladdin, what do you expect? Aber, was mich jetzt tatsächlich überrascht hat, Regie Guy Ritchie. Nein, ich hatte das vorher nicht gewusst, weil ich mich eben vorsorglich immer sehr wenig für die Filme, die ich mir anschaue, interessiere und mich sehr wenig informiere, um ja keine Spoiler einzufangen. Wir bekommen übrigens laut dem Backcover auf der 4K UHD Blu-ray sehr wohl deutschen Ton, auf der normalen Blu-ray nicht, aber wenn mich nicht alles täuscht, gibt es dasselbe Steelbook auch irgendwo in Italien, denke ich, und da haben dann beide Discs auch deutschen Ton. Grundsätzlich finde ich das Frontcover Artwork eigentlich ziemlich cool, mit der Wunderlampe, die auch sehr schön mit dem Metallic-Effekt arbeitet, einerseits beim Hintergrund, andererseits natürlich auch bei den goldenen Elementen von der Lampe an sich, außerdem natürlich auch der Disney- und Aladdin-Schriftzug, wobei ich es noch dazu cool finde, dass die ein bisschen unterschieden sind. Beide mit dem goldenen Touch, aber nur das Aladdin dann letztendlich wirklich geprägt, eben diese Fensterprägung, damit man hier den Schriftzug bzw. die Lampe und auch den Felsen, auf dem sie steht, wirklich schön hervorheben kann. Das ist wirklich absolut wundervoll gelungen. Außerdem auf dem Backcover dann noch offensichtlich vier Kamele, die sich dafür anstellen, den schlafenden Godzilla zu füttern. Aber auch hier finde ich sehr, sehr schön, wie bei dem Himmel mit dem Metallic-Effekt vom Steelbook gearbeitet wird, sodass sich das sehr, sehr schön verändert. Wenn man das Steelbook bewegt, auch schön, wie seine Augen ab und zu leuchten beginnen beim richtigen Lichteinfall. Das ist tatsächlich, muss man zugeben, ein wirklich hübsches Motiv. Gefällt mir außerdem auch besser als zahlreiche andere Steelbooks, die Disney im vergangenen Jahr gebracht hat. Wobei mein Lieblingssteelbook trotzdem fast noch Dumbo wäre, hätte man nicht diesen Verhau mit dem Titel auf dem Spine, also dem Fehlen vom Titel auf dem Spine. Dann warten drinnen die beiden Discs, einmal die 4K-Disc, einmal die normale Blu-ray. Außerdem gibt's dann hier ein Innenartwork, wo man wirklich sagen muss, das sieht einfach wunderschön aus, diese Straße, dieser Umzug, diese Party. Das Einzige, was man allerdings nicht machen darf, und deswegen mache ich es natürlich an der Stelle, ist dieses Steelbook absolut nahe ranzuholen, weil dann sieht man in den feinen Strukturen, eben gerade in der Palme bzw. zwischen den einzelnen Menschen, sehr wohl, dass hier die Auflösung von dem
Bild, das Sie verwendet haben, definitiv nicht ausreichend ist, um dieses Steelbook Ihnen Artwork wirklich zu füllen, weil bei bestimmten Flächen wirkt das Ganze schon ein bisschen zwischenmatschig und verpixelt, was meiner Meinung nach sehr, sehr schade ist und einem großen Label wie Disney definitiv unwürdig. Da hätte man sich im Endeffekt auf jeden Fall Besseres erwarten können von einer derartig absoluten Riesenfirma, aber im Endeffekt ist die Liste der schönsten Steelbooks des Jahres eh schon gemacht und hätte ich tatsächlich im Endeffekt irgendeinen Slot oder Spot für das Aladdin Steelbook gefunden, wäre der sehr weit unten gewesen. Aber im Endeffekt finde ich, dass dann die Disney Steelbooks, die es tatsächlich auf die Liste geschafft haben, auch noch wirklich deutlich, deutlich schöner sind als das. Aber schier, muss man echt sagen, ist es auch nicht.